Wow. Hör mal, das ist eine ganz brisante Nummer. Vanessa, hast du wieder Fragen mitgebracht? Und sowas von. Vanessa hat den Instagram-Kanal gecheckt und eure Fragen rausgesucht und ich beantworte jetzt ein paar davon. Wann ist ein neues Tattoo geplant? Ein Tattoo ist schon lange geplant, aber ich komme nicht dazu. Ich habe keine Zeit. Das muss ich jetzt im Sommer oder so, kommt bestimmt noch was. Wovor hast du richtig Angst? Definiere Angst. Ich habe wahrscheinlich die meiste Angst tatsächlich vor ganz engen Räumen. Und enge Räume ist jetzt nicht der Aufzug, wo ich mit 5 Leuten drin stehe, sondern jetzt komme ich hier mit meinem MRT, sondern dieses, sich nicht bewegen können. Machst du nach deinem Bühnenprogramm Fotos und Autogramme? Also ich nehme mir immer super viel Zeit nach meinem Programm für die Menschen, die da sind, Bücher signieren, Fotos, Autogramme und so weiter. Bis jetzt war das immer noch in einem Rahmen, wo das ging. Das kann sein, dass sich das aufgrund der Größe der Veranstaltungen ich leider etwas einkürzen muss. Aber ich versuche, alle Wünsche zu erfüllen. Ich bin auch sehr dankbar um jeden, der kommt. Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und deswegen versuche ich auch auf die Art und Weise da was zurückzugeben. Ab welchem Alter dürfen Kinder Erdnüsse essen? Ja, also auf gar keinen Fall kleine Gegenstände, sag ich, bis 2 Jahre, weil das wirklich gefährlich ist, ne? Weil die Atemwege sehr weich sind, die Luftröhre sehr klein ist. Also ein Kind muss in der Lage sein, das zu kauen, zu verstehen und das nicht einzuatmen. Deswegen, also unter 2 würde ich es auf gar keinen Fall machen. Du stehst im Sommer an der Eisdiele. Für welche 2 Sorten entscheidest du dich? Zitrone und Joghurt. Oder, es kommt Tagesform an, das ist mehr so die fruchtig-frische Variante, merkst du? Es gibt aber auch die Double Choc Brownie Super Chocolate and Cookies and Cream Variante. Kommt drauf an. Aber nicht zusammen. Also ich würde jetzt nicht Joghurt mit Double Chocolate, Triple Dingsbums, Nougat Dings, das geht nicht. Das muss dann schon auch getrennt sein. Kann man mit fast 22 noch plötzlich Diabetes Typ 1 kriegen? Auf jeden Fall. Also man kann auch noch in einem etwas fortgeschritteneren Alter, es gibt ja Gründe, warum man zum Beispiel Diabetes Typ 1 bekommt. Ja, kann man. Was ist deine Lieblingsklamotte? Meine Reithose. Was hältst du von der Legalisierung von Cannabis? Wow. Das ist jetzt, das ist gar, hör mal, das ist eine ganz brisante Nummer. Ohne das jetzt zu sehr ausführen zu wollen, und ich verstehe auch Pro-Argumente und Gegenargumente und so weiter, ich persönlich halte davon nichts. Kommen dieses Jahr noch weitere Termine für Lesungen? Es kommen dieses Jahr noch ein paar Termine für Lesungen. Das ist aber ganz ausgewählt. Also ich habe nicht so viele Termine wie letztes Jahr. Das liegt an vielen Drehtagen und an vielen noch so anderen Aktivitäten. Aber ich kann schon mal zumindest sagen, dass mir ja dieses Auftreten, dieser Kontakt mit Menschen, dieses auf der Bühne sein, dieses Bühnenprogramm sehr viel Spaß macht. Also da wird in Zukunft, nicht jetzt, aber da wird in Zukunft bestimmt noch was kommen. Wie bereitest du dich auf die Lesungen vor? Gar nicht. Das ist so lustig, weil ich habe ja Leute, die sind mittlerweile bei über 20 Veranstaltungen von mir gewesen und die kommen immer wieder und ich frage dann immer, wieso kommt ihr immer wieder? Und sagt sie, oder sagen sie dann, jede Lesung ist anders und das stimmt, weil ich mir wirklich immer erst kurz vorher überlege, was ich mache und das auch vielleicht sogar individuell an dem Abend selber umändere, entscheide. Das ist ja das Schöne, wenn es kein Programm gibt im Sinne, was gescriptet ist, sondern weil alles von innen kommt und auch improvisiert ist, darf ich jederzeit auch und kann ich auch jederzeit umschwenken. Was isst du außer Bananen noch gerne an Obst? Ich esse sehr gerne Äpfel und jegliche Form von Beeren. Erdbeeren, oh, ich liebe Erdbeeren. Ich freue mich jetzt schon auf die Erdbeersaison. Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Braunbeeren. Ich wollte nur gucken, ob du zuhörst. Wie oft in der Woche trinkst du Kaffee? Jeden Tag trinke ich Kaffee, beziehungsweise Espresso. Was ist dein Lieblingskuchen? Mein Lieblingskuchen, Donauwelle. Also habe ich ja schon mal gesagt. Irgendwie hast du schon mal gesagt. Also wenn man mich rumkriegen will, Donauwelle. Wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Gekochtes Ei, mindestens 12 Minuten, das muss richtig hart sein. Frisch gebackenes Brot, Butter und Salz. Und ein Hafer Latte Macchiato. Feierst du gerne deinen Geburtstag?
Ich feiere sehr gerne meinen Geburtstag. Ich feiere grundsätzlich gerne Geburtstage. Das wird auch bei uns zu Hause echt zelebriert. Ich finde, das ist der wichtigste Tag im Jahr. Also nicht mein persönlicher, für mich jetzt, sondern generell Geburtstage. Zum Beispiel die meiner Kinder, von meinem Mann. Das ist der wichtigste Tag. Ja, ich bin immer wieder gespannt und überrascht über eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte jetzt einige beantworten davon. Und immer wieder gerne, wenn ihr Fragen habt, her damit auch einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.